Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Wir stehen vor der Stadt und ja, jetzt möchte ich da gleich mal rein und ein bisschen looten und hoffen, oh Gott, dass ich da ein bisschen was finde und. Ah, ich bin umzingelt. Oh Mann. Ich lock die mal alle weg. Da ist schon wieder ein Schwein, aber das ist ja verbuggt. Na? Komm her, Schwein. Vielleicht kann ich es ja verbrennen. Nein! Ich kann nicht mehr rennen. Okay. Hast du noch mal Glück gehabt, Schwein? Ich muss schon ein paar Pfeile herstellen. 20 Stück. Was fehlt mir denn jetzt noch? Federn, Federn, Federn? Ja, Federn. Gut, 20 sind besser als gar keine. Ich bin noch gerade an einem Nest irgendwo vorbeigerannt. Da. Haben wir Glück und da sind Federn drin. Und yes! Ein paar Steinchen mit. Okay. Der Steinesammelsimulator. Nein, Quatsch. Was wird mir jetzt noch? Sticks. Ach du Heiliger. Schwein ist weg. Gut, ich wollte noch einmal um die Stadt rumlaufen und schauen, ob es da eventuell ein schönes Gebäude gibt. Sowas wie ein Werkzeugladen oder ein Bücherladen. Oder im allerbesten Fall sogar ein Waffenladen. Autos sind aber auch nicht verkehrt. Brass Car Radiator. Kann ich noch mal ein bisschen Brass klein machen? Muss ein bisschen Platz in den Taschen kriegen. Okay. War ich denn mal hier schon? Nee. Gehen wir mal hier runter. Ich lasse die Kollegen jetzt erstmal stehen. Hier ist auch noch einiges. Loote nochmal so ein bisschen was, was auf dem Weg liegt. Die Autos. Die Autos sind ganz, 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 ganz wichtig. Oh, hier ist einiges los. Gascan nehme ich erstmal noch nicht mit. Brauche ich noch nicht, aber später auf jeden Fall. Ein paar Steine sammeln. Ja, ein Schwein. Tincans, na gut. Aber erstmal nicht hier. Ja, sieht leider so aus, als ob in der Stadt nichts von Wert wäre. Also zumindest ein Laden. Keiner zu Hause, Kollege. So langsam könnte ich auch mal dran denken, was zu essen. Da kriegt das Schwein von den Zombies aufs Maul. Na komm, ich erlöse dich. Zwei Schweine! Gibt's doch nicht. Die Schweine sind tatsächlich verbuggt, das gibt's nicht. Oh Mann. Das ist echt ärgerlich. Eine Scheune ist da, aber kein Laden. Das ist ein Breath-House. Für alle die, die es noch nicht wissen, wenn ihr eine goldene Lampe vorne habt an einem Haus, alle anderen Lampen auch. Aus Brass. Aber nur in diesem Haus. Da kann man, wenn man Munition braucht, beziehungsweise die Hülsen, kann man da ordentlich farmen gehen. Da ist zum Beispiel noch eins und man erkennt das ganz gut auf die Entfernung schon. Tja, es sieht leider wirklich so aus, als ob in dieser Stadt kein Laden ist. Schade, 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 schade. Scheune, da ist noch mal ein Nest. Vielleicht haben wir noch ein paar Federn. 13 Stück. Super. Steine mitnehmen. Machen wir uns noch mal mehr Pfeile. Reloading Weekly. Das ist auch sehr schön. Können wir schon mal Munition herstellen. Zumindest Shotgun-Munition. Okay. Jetzt ist das wieder mit den Zielen hier. Der Typ aber auch so am Wacken. Breakdance, Zombie. Das ist so geil. Upsa.
nichts. Oh. Und auch wieder schauen. Da haben wir noch ein Nest. Und nochmal Federn, super. Noch ein Digger. Okay. Nix. Man hat was. Wow. Das war Glück. Das war pures Glück. Ach komm. Oh, letzter Schuss. Ah. Arrows. So. Ach, das fehlt mir schon wieder. Sticks. Mann, okay, das schmeiße ich mal eben kurz weg. Abstand gewinnen zu den Kollegen und 16 Stück, das reicht für ein paar Sticks. Mann, da ist aber einiges los hier. Gut, ich esse mal die Chilis. Ja, also Schweine gebe ich jetzt nichts mehr. Und da grummelt der Bauch. Okay. Na ja, komm. Schon wieder Breakdancer. Geil. Breakdance Zombie. Okay. Gut, wo sind wir denn hier? Im Südosten. Dann fangen wir mal hier an zu looten. Sind die Geräusche anders, oder? Meine ich das nur? Die Jacke. Hört sich jetzt alles schon ziemlich nah an. Denn nee, kann ich nicht. Verdammt. Schnell Pfeile. Ich brauche Woodframes. Zack. Ich geh erst nochmal raus. Das ist mir gerade ein bisschen zu gefährlich. Die nette Dame hier. Dann kommt. Ja! Ja! Super! Schnell lernen. Jackpot. Eines der wichtigsten Items in diesem Spiel. Gott sei Dank. Puh. Was ist denn das? Heuballen? Wo habe ich den denn mitgenommen? Den brauchen wir nicht. Oh, guck mal hier. Schön sauber in den Kopf gezwirbelt. Ah, wir können vorspawnen. Ist das geil. Auch nicht. So, Woodframes. Frame, Woodframe. Lock ich die immer noch an? Das kann doch nicht sein eigentlich, oder? Schön galant daneben geschossen. Nix dabei. Ja, also was mit den Schweinen los ist, weiß ich nicht. Das habe ich noch nicht gehabt. Das ist ein ziemlich neuer Bug. Ein ziemlich doofer Bug. Ein Woodframe. Und dann machen wir nochmal 5 hinterher. Dann kann ich schon mal die Türe halbwegs zumachen. Und das Haus in Ruhe looten.
So. Machen wir erstmal unten. Gläser nehmen wir mit. Gucken, was in den Schränken drin ist. Ich habe nämlich immer noch ein bisschen Hunger. Ah, eine Ranch und Kochtöpfe, super. Eine Forge bauen, ich kann eine Forge bauen. Einen Splint brauche ich nicht. Brauche ich auch nicht. Schauen wir mal oben. Zum Glück haben ist ja noch ein. Gut, jetzt haben wir wirklich Glück. Checkpoint, Baby! Yeah, yeah, yeah! Zwei Beaker in so einem Ding. Super. Cooler Trick, diese grünen Wände lassen sich mit ein paar Schlägen einfach durchkloppen. Das Papier. Oh, arme Seele, was hast du denn für mich? Nichts von Wert. Hier ist ja noch irgendwas. Hundefutter, nee. So ein bisschen Stolz habe ich ja doch. Ah, guck mal, eine. Oh, 453er Pistole. Ich kann sie nicht aufnehmen. Das brauchen wir nicht. Ich mal die Cans hier zu Scrap Metal verarbeiten. Brauche ich Vitamine jetzt noch? Nee, ne? Nee, komm. Dann nehmen wir noch mit. Das ist toll. Pfeile gehen nicht mehr, uns fehlen die Steine. Oh. Hier ohne Ende. Das Haus hat sich ja schon mal sehr gelohnt. Vogelnest, aber gut getarnt. Und da sind zwei Bücherregale. Der Baum wächst hier rein. Da ist nix. Pistolbook. Die Tincans brauche ich jetzt auch noch nicht. Da kann man sich nachher schöne Minen rausbasteln, aber aktuell brauche ich die noch nicht. Dann lernen wir mal schnell die Pistolen. Und verarbeiten die Bücher direkt zu Papier. Und das Buch. Nope. Klasse, das ist schön. Auch schon, okay. Dann noch mal ein paar Sticks raus. Aber die zwei Beaker-Wanden, ja, super. Okay. Sieht doch alles gar nicht so verkehrt aus. Erster Pistolenschuss in Level 10. First Aid Kit, Blood Rock Kitten. Nee, das brauche ich noch nicht. Das brauche ich noch nicht. Schauen wir mal, was diese Garage für uns hat. Gleiche Magnum Parts. Nee. Lasse ich schweren Herzens hier. Erstmal, weil die Qualität nicht so berauschend ist. Und zweitens, die Magnum-Teile oder die Munition für die Magnum sehr, sehr teuer in der Herstellung. Die lasse ich erstmal liegen. Oh, was diese Scheune hat. Ich keine Hunde. Nee, alles gut. Vogelnest. Und nichts. Muss ich vorsichtig sein, wenn ich das Heu nicht entfache. Geht das? Nee, schade. Das fehlt noch in dem Spiel. So richtig geile Feuereffekte wie bei Far Cry 2 war das, glaube ich, damals. Das hat ja richtig Spaß gemacht. Da konnte man ja alles abfackeln. Und den Bogen könnte ich auch bald mal erneuern.
Na. So, schauen wir mal, was hier noch hinter Tür Nummer 2 steckt. Ein Kühlschrank. Und ein Rucksack. Am Shotgun Receiver. Oh. Gut, Moment. Jetzt muss ich erst noch mal ein bisschen Platz machen. Die können weg. Brauche ich nicht. So viel Gläser brauche ich erstmal auch nicht. Und Gunpowder auch nicht. Den nehme ich mit. Wasser ist auch immer gut. Hunting Knife, also nicht, mag ich nicht, habe ich nie wirklich mitgespielt. Gucken wir mal kurz, was hier noch drin ist. Bloodbags. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Muss die Axt gleich mal reparieren. Beziehungsweise sollte ich das jetzt mal langsam tun, bevor sie den Geist aufgibt. Aber ich könnte mal einfach eine neue bauen. Das war knapp. Ich will eine neue bauen. Ich bin Level 10, das heißt, ich könnte jetzt. Ich baue mir eine neue. 89 war die, glaube ich, gerade, ne? Und nochmal eine 89er, gut. Habe ich nichts verloren. Schauen wir, ob wir so ein paar Pfeile machen können. Können wir nicht. Da fehlt uns ein Stein. Okay. Haben wir irgendwo einen Ressourcenstein hier? Nee, leider nicht. 19 Federn, wow. Das Häuschen looten. Hunting Knife Book, kann ich das schon? Nein, konnte ich noch nicht. Gut. Da kann ich jetzt einfach drüber hüpfen. Nee. Ich habe schon fast alles Wichtige. Forgebook. Ich habe Kochtöpfe jetzt ohne Ende. Das heißt, Essensversorgung ist auch gesichert. Das ist alles nicht vonnöten gerade. Da muss ich gar nicht durch. Ich kann außenrum. Gehen wir hier durch. Ein Koffer. Oh, nein. Moment. Doch, ich muss wohl hier durch. In den Keller kommt und ich glaube, es geht aufs Dach. Ja, geht's. Was ist denn das für ein Badezimmer? Oh nee, warum steht das Klo hier so mittendrin? Komische Angewohnheit, die manche Leute haben hier. Okay. Fertig sind. Boah, man sieht ja gar nichts. Das ist ja brutal. Ah. Nee, hatte ich auch schon. Brauche ich nicht. Dann schauen wir nochmal, was der Keller zu bieten hat. Pistolbook habe ich auch schon, brauche ich auch nicht. Ah, Schuhe. Die nehmen wir doch natürlich mit. Tada. Das Lederbuch würde ich jetzt noch gebrauchen können. Iron Leg Armor? Ich glaub's nicht. Ja, super.
Zombie Werte Average überall 6 und überall 11. Super. Perfekt. Gut, dann geht's auf zum nächsten Haus. Um 2:30 so langsam könnte ich mich auch schon mal entscheiden, wo ich die Nacht verbringe. Also zurücklaufen werde ich jetzt nicht, dafür ist das hier zu wertvoll vom Loot. Ich könnte mir jetzt gleich noch ein bisschen Clay besorgen, ein bisschen Lehm und dann eine Forge bauen und in der Nacht dann schon mal ein paar Werkzeuge craften. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Okay, hier war ich auch schon. Gut, die Stadt habe ich jetzt komplett erkundet, soweit es geht. Na, gehst du kaputt? Dankeschön. Und was ich jetzt brauche, sind Steine, Steine, Steine. Ach, hier ist es schon schön ruhig, Gott sei Dank. Pistols. Wow, was ist denn hier los? Das war mal, das nenne ich mal Müll. Ziehen brauche ich nicht. Öl ist auch immer gut. Gut. Bringt mir aber erst wirklich was, wenn ich Metal Strips habe, um daraus Waffen, Reparaturkits zu bauen. Also Brass, ich werde ja zugeschüttet mit Brass hier, das ist super. Problem ist nur, okay, kein Problem, ich futter mal eben das Lamm. Dann habe ich wieder ein wenig Platz in der Tasche. Und nehme mir dafür die Türknüppe mit. Gut. Alles klar. Kommen wir schon hier rein. Ein Rucksack. Wenigstens du. Perfekt. Das Schöne ist, wenigstens du kann man auch essen bzw. trinken, wenn man Durst hat. Und der gibt einem wunderschön Wellness. Super. Ich glaube, ich werde heute Nacht in diesem Haus bleiben. Das ist von außen recht gut geschützt. Ich nehme den Hintereingang. Noch mehr Brass. Also ich schwimme im Brass. Wahnsinn. Und die könnte ich auch mal eben im Brass ummandeln. Und die auch. Da brauche ich erstmal noch nicht. Das tut mir jetzt gerade ein bisschen weh, die wegzuschmeißen. Aber ich brauche den Platz. Ich brauche den Platz. Bier? Ja, Bier, super. Und noch mehr Bier, fantastisch. Das ist fantastisch hier unten. Hier haben wir genug Eisen, um uns die erste Ladung Werkzeuge herzustellen. Oh, 7 Bücher. Komm, die muss ich mitnehmen. 7 Stück ist natürlich eine Zahl. Hier schon wieder nix. Hunting Rifle Book, das kann ich glaube ich schon. Ja. Okay. Na, komm her. Wackel. Achso. Ja. Ich komme hier nicht mehr raus, muss ich das doch kaputt machen. Ja, schön. Hier werden wir die Nacht verbringen. Auf jeden Fall. Hier haben wir genug Eisen, Werkzeuge. Und relativ gut geschützt durch die Steinwände. Wir haben mehrere Etagen. Oh, toll. Ja, aber so, das macht ja gar keinen Sinn mit einer Steinaxt hier. Jetzt fehlt nur noch Antibiotikum. Oder eine Shotgun.
Oder ganz viel Munition. Oh Mann, oder Bücher. Leather Tanning, ja, super. Das Spiel meint es sehr gut mit uns. Hurra! Machen wir hier nochmal eben schnell. Okay, Küche. Perfekt, dann kann ich gleich mein Zeug hier lagern. Meine Bücher. Und nichts. Und hier noch mehr Munition. Und auf dem Dach liegt noch ein bisschen Müll rum. Und hat hier hinten noch was? Irgendwo? Nee? Nein? Gut. So, meine Lieben, das wird das neue Zuhause. Vorerst, bis wir diese ganze Stadt erkundet haben. Bisschen für Aussicht sorgen. In der nächsten Folge baue ich dann ein paar Forges und werde dann die ersten richtigen Werkzeuge craften. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Das wäre sehr nett. Oder abonniert mich sogar, um zu sehen, wann ich wieder mal was hochlade. Ich versuche, die Folgen in regelmäßigen Abständen hochzuladen. Ich muss schauen, wie das arbeitsbedingt klappt, weil ich ab und zu ein paar Tage in der Woche nicht da bin. Deswegen versuche ich so ein bisschen vorzuproduzieren. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.